Moin Gaunas, auf Anfragen von Laurin444 wurde ich gefragt, wie man Camtasia Studio 5 benutzt, also wie man damit Aufnahmen macht. Dann habe ich zu ihm gesagt, ist doch einfach. Er hat gesagt, mach trotzdem. Dann habe ich gesagt, okay. Nun ja, ich zeige euch auch nur mal ganz einfach, wie das geht. Also, das hier ist die Benutzeroberfläche, ähnlich aufgebaut wie Windows Movie Maker. Nun ja, und dann gibt es hier oben links, da steht Remake Recording. Was bedeutet das denn? Ich weiß ja nicht, ob es das auch in Deutsch gibt. Ich habe zumindest die englische Version. Das muss man kaufen, das kostet was. Vorab. Ja. Also Make a Recording, logisch. Eine Aufnahme machen. Und das klicken wir mal drauf. So. Die Fehlermeldung wird bei euch wahrscheinlich nicht kommen. Das ist jetzt, weil ich gerade schon eine Aufnahme mache. So. Jetzt kommt dieses Fenster. Hier kann man schon mal verschiedene Möglichkeiten. Gibt schon verschiedene Möglichkeiten. Einmal, man kann einstellen, ob man Mikrofon übers Mikrofon labern möchte oder nicht. Ob die Webcam, falls ihr eine habt, eine USB-Kamera, ob die euch gleichzeitig filmen soll und dann unten so ein kleines Fenster da mit euch erscheinen soll oder nicht. Dann könnt ihr einstellen, ob um euren Zeiger so ein gelber Kreis sein soll, damit man den erkennt. Ob beim Linksklicken da ein roter Kreis erscheinen soll, beim Rechtsklicken blauer Kreis, damit man sieht, was ihr gerade macht und sowas. Alles Mögliche könnt ihr einstellen. Ihr könnt ein Wasserzeichen reinpacken. Ach nee, das geht, glaube ich, erst später beim Export und sowas. Nun ja, und dann seht ihr da unten einmal, Moment, Area, Select Last Area oder Select Area, Last Area. Was bedeutet denn Area? Das bedeutet, wie man vielleicht weiß, Gebiet. Und das bedeutet also, wir müssen erstmal das Gebiet erstellen, was wir haben wollen, ne? Und wenn wir jetzt Last Area benutzen, dann benutzt er das Gebiet, was wir beim letzten Mal, also den Bereich, den wir beim letzten Mal ausgewählt haben. Und wenn wir jetzt auf Select Area gehen, können wir, wie ihr seht, so einen Bereich markieren. Nun ja, allerdings der Bereich ist mir etwas zu klein, deswegen nehme ich gleich mal den vollen Bild, vollen Bild, vollen Bild, vollen Bild, vollen Bild, vollen Bild. Ja. Wie ihr unten vielleicht seht, 1280 mal 1024. So. Und jetzt klickt man auf Record und dann macht er bereits die Aufnahme. Dabei könnt ihr labern und was weiß ich was mit Bild machen und dann drückt ihr auf F9, auf Stopp und dann war es das schon. Erstellt kurz das Video. Je länger das Video und je höher die Auflösung, desto länger dauert es. Dann ja, drückt ihr auf Save. Müsst ihr einen Ordner erstellen. Was weiß ich. Ich nenne den jetzt einfach mal Stuhl, cool. Und dort packt ihr euer Projekt dann halt rein, ne? So. Jetzt auf Edit My Recording, okay. So, und da habt ihr schon das Video. Ja, das ist das Video, wie ihr seht. Ja. Manchmal habt ihr es, dass da noch so Zooms sind, also dass der rein ins Bildschirm zoomt und wieder raus. Und wenn ihr das eingestellt habt, dann habt ihr unten meistens noch einen dritten Balken. Da sind so kleine Vierecke, so grüne. Die könnt ihr rechtsklick gehen und was weiß ich, all Keyframes. Das ist dann, wenn ihr alles löschen wollt, falls ihr das habt mal so, ne? Nur so nebenbei. Ja, okay, dann geht ihr auf Produce Video S. Custom Video Settings nehme ich immer. Ich nehme immer dann WMV. Immer auf Weiter und Weiter klicken und Fertigstellen und was auch immer. Sucht euch hier einen Ordner raus, wo ihr das Video reinpacken wollt. Jo, und was ihr auch machen könnt, da könnt ihr selber was rumprobieren, könnt eigene Wasserzeichen reinpacken und so was. Es gibt schon einige Möglichkeiten. Ja, und dann renderingt ihr das Video, ne? Ich spule mal etwas vor. So, jetzt hat er es fast fertig gerenderingt. Ja. Fertig.
Oh, was bin ich doch für ein geiler Remixer, ne? So, dann werden der das fertig gerendert hat, macht euch gleich mal, zeigt euch das hier so an. So, ne? Das ist das Video. So, und dies könnt ihr jetzt, hier geht auf Fertigstellen, könnt ihr den Ordner öffnen, wo ihr es reingepackt habt, und könnt bei YouTube hochladen, was auch immer ihr damit machen wollt. Also, das war's schon. Laurin, ne? Hau rein.